Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt. Schönen guten Morgen. Heute ist der 15. April. Ich bin Viola Köks und ich wünsche Ihnen an diesem Montagmorgen einen guten Start in die neue Woche. Iran hat in der Nacht auf Sonntag mehr als 300 Raketen und Drohnen auf Israel abgefeuert. Israel konnte die Attacke erfolgreich abwehren und zusammen mit den USA, Großbritannien, Frankreich und Jordanien fast alle Flugkörper abschießen. Trotzdem, durch den Angriff des Iran hat sich die Situation in Nahost grundlegend geändert. Droht der Konflikt jetzt auf weitere Länder überzugreifen? Und welche Handlungsoptionen hat Israel? Darüber sprechen wir gleich nach den aktuellen Nachrichten von heute Morgen. Ich bin Johannes Schmidt, guten Morgen. Und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. In Deutschland ist die Diskussion um den Abtreibungsparagrafen 218 neu entbrannt. Heute werden die Empfehlungen der von der Ampel eingesetzten Expertenkommission dazu vorgestellt. Die schlägt vor, dass Abtreibungen bis zur 12. Woche grundsätzlich legal sind. Die Union droht bereits jetzt mit einer Verfassungsklage, sollte das so kommen. Momentan ist eine Abtreibung grundsätzlich strafbar, es sei denn, sie findet in den ersten 12 Wochen statt und die Frau hat sich beraten lassen. In New York startet heute der erste Strafprozess der US-Geschichte gegen einen Ex-Präsidenten. Donald Trump muss sich im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin verantworten. Mit den Zahlungen wollte Trump kurz vor der Wahl 2016 eine Affäre mit Stormy Daniels vertuschen. Dabei geht es auch um die Fälschung von Geschäftsdokumenten. Gefängnis droht Trump in diesem Fall eher nicht, wohl aber ein Imageschaden bei den Wählern vor der Präsidentschaftswahl im November. Nach dem iranischen Raketenangriff auf Israel ist die Sorge vor einem Krieg zwischen beiden Ländern groß. Bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates sagte Generalsekretär Guterres, weder die Region noch die Welt können sich einen weiteren Krieg leisten. Vor einer Eskalation warnte auch Bundeskanzler Scholz nach einem Telefonat mit den Regierungschefs der G7-Staaten. Und US-Präsident Biden ließ mitteilen, dass die USA zwar an der Seite Israels stünden, aber keinen Vergeltungsschlag mittragen würden. Nach dem iranischen Angriff auf Israel besteht international große Sorge darüber, dass der Konflikt im Nahen Osten weiter eskalieren könnte. Gestern haben führende Politiker auf der ganzen Welt die Attacke scharf kritisiert. Aber wie geht es jetzt weiter? Wie wird Israel reagieren und was bedeutet der Angriff für Deutschland und Europa? Darüber spreche ich jetzt mit Clemens Vergin. Er ist Chefkorrespondent Außenpolitik bei Welt. Hallo Clemens. Hallo Viola. US-Präsident Biden hat den Iran ja sogar vor dem Angriff gewarnt. Warum hat sich der Iran trotzdem dafür entschieden? Ja, ich glaube, man muss sehen, dass es natürlich eine Antwort war auf den Angriff Israels auf iranische Ziele in Damaskus, bei dem mehrere Kommandeure der Revolutionswächter und ihres Auslandsarms der Al-Quds-Einheit umgekommen sind. Unter anderem der Regionalkommandeur für Syrien in Libanon, der die Aktion von Klienten Irans gegen Israel, unter anderem der Hezbollah, koordinierte. Es hat Kritik gegeben, weil das ein Gebäude war, das direkt neben der Botschaft der iranischen war. Tatsächlich handelt es sich meiner Ansicht nach um ein legitimes militärisches Ziel, weil das Kommandeure waren, die in Aktionen gegen Israel verwickelt waren und einer Einheit angehören, die auch von den USA vollkommen zu Recht als Terrororganisation eingestuft wird. Aber die Iraner hatten das Gefühl, sie mussten darauf antworten. Allerdings ist es doch etwas überraschend, dass sie sich sozusagen für die große Antwort entschieden haben. Also es wurde auch spekuliert im Vorfeld, dass die Iran vielleicht kosmetische Angriffe machen könnte, um das Gesicht zu wahren. Das ist unter anderem etwa passiert, als die USA vor einigen Jahren einen viel wichtigeren Revolutionswächter-Kommandeur, nämlich den obersten Chef, ausgeschaltet haben, Soleimani. Damals hat der Iran nur mit 16 Drohnen auf 2 US-Basen in der Region geantwortet, was also eigentlich nur eine kosmetische, gesichtswahrende Reaktion war. Diesmal haben sie sich für das ganz große Besteck entschieden. Und das zeigt eigentlich, dass sie das Gefühl hatten, dass sie in diesem momentanen Umfeld mit dem Gaza-Krieg, dass sie sozusagen größer reagieren müssten, um nicht als Feiglinge dazustehen oder als Leute, die sich nicht trauen, gegen Israel vorzugehen. Aber ich nehme mal an, dass die Iraner gedacht haben, dass mehr davon durchkommt,
was unter anderem damit zusammenhängt, dass eine große Koalition von Staaten diese Drohnen und Raketen und Kursmissiles mit abgefangen haben. Also die Jordanier haben mitgemacht. Dem Vernehmen nach sollen auch die Saudis beteiligt gewesen sein, aber vor allen Dingen Frankreich, Großbritannien und die USA haben auch viele von den Drohnen vom Himmel geholt und auch die USA 2 oder 3 ballistische Raketen. Das heißt, es ist eine große Koalition gewesen, die da mitgeholfen hat. Aber der größte Teil hat Israel noch selber runtergeholt. Und das zeigt einfach, was für eine brillante Flugabwehr Israel hat. Kannst du noch mal kurz erklären, wer im Nahen Osten auf welcher Seite steht und warum, wie sich das entwickelt hat? Naja, also wir sehen seit vielen Jahren, dass es sozusagen hinter den Kulissen eine Annäherung gibt zwischen Israel und den traditionellen sunnitischen Regimen in der Region. Die Abraham-Akkords, die Friedensverträge, vor allen Dingen mit Golfstaaten, sind Ausdruck dieser neuen Interessenkoalition, weil viele der sunnitischen Regime in der Region nicht mehr Israel als den größten Feind ansehen, wie das früher der Fall war, sondern den Iran als den größten Feind, weil der Iran eben mit seinen Klienten und mit seiner regionalen Hegemonialstrategie eine ernsthafte Bedrohung darstellt. Dann kommt noch das Nuklearprogramm der Iraner dazu. Und deswegen gibt es immer mehr eine Interessenkoalition mit diesen sunnitischen Staaten. Und ich glaube, dass Jordanien und möglicherweise auch Saudi-Arabien eben auch mit Drohnen vom Himmel geholt haben, die über ihr Staatsgebiet flogen Richtung Israel, zeigt sozusagen ganz offensichtlich, dass es diese Koalition gibt. Das ist nicht einfach für arabische Staaten im momentanen Umfeld, weil es natürlich in den arabischen Gesellschaften sehr viel anti-israelische Hetze gibt wegen des Gazakriegs. Und trotzdem haben sie das gemacht. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen für Israel, dass eben nicht Israel in der Region isoliert ist, sondern der Iran. Welche konkrete Gefahr geht denn vom Iran aus? Also wie stark ist das iranische Militär? Also erstmal muss man, glaube ich, sagen, dass wir hier einen Wendepunkt erleben in dem Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Der Iran hat seit der iranischen Revolution von 1979 aus ideologischen Gründen einen Schattenkrieg geführt zur Auslöschung Israels und immer versucht, diesen Krieg verdeckt zu führen, also mit Terroroperationen in der ganzen Welt, auch in Europa gegen israelische Ziele oder gegen jüdische Einrichtungen, hat auch in der Region immer wieder die eigenen Klienten wie Hezbollah, Hamas, die Houthis oder andere dafür herangezogen, um sozusagen sowas wie eine Leugnung möglich zu machen, dass sie direkt involviert sind, haben sie immer so getan, dass wenn die sozusagen diese Klienten eigenständig sind, was natürlich nicht der Fall ist, die werden militärisch und finanziell vom Iran unterstützt und sind auch sehr stark abhängig vom Iran. Und was wir jetzt erlebt haben, also der erste richtig große Angriff von iranischem Territorium gegen Israel, ist deswegen ein Novum, weil die Mullahs jetzt die Maske abnehmen und nicht mehr verdeckt nur gegen Israel vorgehen, sondern auch ganz offen vorgehen. Und ich glaube, das muss man mal als Zäsur im Nahen Osten würdigen. Und es macht, glaube ich, auch deutlicher, was seit Jahrzehnten in der Region passiert, aber was auch in der europäischen Öffentlichkeit noch nicht wirklich ausreichend durchgedrungen ist, dass eben Iran anhaltend Krieg gegen Israel führt und das eben jetzt auch offen und nicht mehr nur verdeckt. Wie wahrscheinlich ist, dass jetzt dieser Flächenbrand ausbricht, von dem ja schon seit Monaten gesprochen wird? Ich glaube nicht, dass wir das erleben werden. Einerseits also von israelischer Seite, die Israelis haben kein Interesse daran, dass es zu einem vollen Krieg kommt mit dem Iran. Sie hätten auch gar nicht die Möglichkeiten, was weiß ich, den Iran so anzugreifen, um ihn irgendwie einnehmen zu können oder sowas. Dazu ist Israel viel zu klein, hat viel zu wenig Soldaten. Das ist auch nicht das Interesse der Israelis. Das heißt, die Israelis werden wahrscheinlich strategisch wertvolle Ziele im Iran angreifen. Sie werden auf jeden Fall, das hat ja auch Benny Gantz, der Teil des Nationalen Sicherheitskabinetts ist in Israel, ehemaliger General, ja auch schon gesagt, dass Israel einen Preis abverlangen wird dem Iran für diesen Angriff. Also Israel wird mit Sicherheit antworten, aber das wird nicht zu einem vollständigen Krieg sich ausarten von israelischer Seite. Und auch von iranischer Seite halte ich das für sehr unwahrscheinlich, weil die Iraner gesehen haben, dass Israel nicht isoliert ist und dass mehrere Staaten mitgeholfen haben, diesen Angriff abzuwenden. Und die Iraner müssen damit rechnen, dass es eben auch in Zukunft der Fall sein wird und dass Amerika in so einem Fall auch ganz klar hinter Israel sich stellen würde. Und das Regime in Teheran ist viel zu wackelig, als dass es sich leisten könnte, jetzt in einen großen Krieg einzusteigen. Deswegen glaube ich, dass die Angst vor einer größeren Eskalation übertrieben ist. Du schreibst in deinem Text auch, dass Israel den Angriff erfolgreich abwehren konnte, bedeutet einen politischen Sieg. Kannst du das noch etwas besser erklären? Ja, also eben die Tatsache, dass mindestens Jordanien, also ein arabischer Staat in der Region, sich daran beteiligt hat, möglicherweise auch Saudi-Arabien, das ist ein wichtiges Signal, dass Israel in seiner Gegnerschaft zum Iran nicht isoliert ist. Aber auch, dass
Frankreich, Großbritannien und die USA, also Frankreich und Großbritannien wahrscheinlich vor allen Dingen schiffgestützt in der Region und die Amerikaner mit ihren Basen in der Golfnähe, aber auch von Schiffen im Mittelmeer haben mitgeholfen, diese Drohnen und Raketen vom Himmel zu holen. Und das ist einfach ein wichtiges Signal, dass westliche Staaten nicht nur in Worten, sondern auch in Taten hinter Israel stehen und gegen die iranische Bedrohung. Und deswegen ist das meiner Ansicht nach ein politischer Sieg für Israel, weil Israel doch wegen der Kritik am Gaza-Krieg und dem Vorgehen dort und der humanitären Lage in Gaza immer mehr drohte, in so eine Art politische Isolation zu geraten, auch in Konflikt mit mehreren westlichen Staaten, unter anderem auch mit der Biden-Regierung. Und ich glaube, dieser iranische Angriff hat dafür gesorgt, dass sich sozusagen die Reihen wieder hinter Israel geschlossen haben, stärker im Westen. Und das ist auf jeden Fall was, was für Israel eine gute Entwicklung ist. Und was verändert sich durch dieses Eingreifen des Iran in den Krieg für Deutschland? Also ich glaube, dass mehrere Dinge sich verändern. Einmal, glaube ich, sollte jetzt eigentlich auch dem Letzten in der deutschen und der europäischen Politik klar sein, dass der Iran hinter der Instabilität im Nahen Osten steckt und dass der Iran wirklich das größte Problem in der Region ist und nicht der Palästina-Konflikt, nicht Israel und nicht andere Akteure, aber die Mullahs in Teheran. Und ich glaube, dass es in Deutschland vor allen Dingen dazu führen muss, zu einer radikalen Revision der Iran-Politik der Bundesregierung, die ein ähnliches Desaster darstellt wie die Russland-Politik Deutschlands vor dem aktuellen Krieg in der Ukraine. Und zum Teil auch ist diese Annäherung und diese Weichspülerpolitik gegenüber Teheran auch von denselben Leuten betrieben worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an erster Stelle, der sowohl verantwortlich war für den weichen Kurs gegenüber Moskau als auch für den weichen Kurs gegen Teheran über viele Jahre hinweg. Und ich finde, da muss ein ganz klarer Kurswechsel stattfinden in der deutschen Politik. Es muss viel stärker in den Fokus rücken, dass Iran das zentrale Problem deiner Ostregion ist und dass wir viel stärker den Iran eindämmen müssen, seine Klienten eindämmen müssen. Dazu gehört, die Revolutionswächter auf die Terrorliste zu setzen, so wie die Amerikaner das getan haben. Dazu gehört, stärker vorzugehen gegen die Klienten des Iran, unter anderem auch die Houthis, die unsere Schifffahrt, die wichtigste Handelsroute zwischen Europa und Asien im Roten Meer bedrohen. Also wir müssen da sehr viel mehr Entschlossenheit an den Tag legen, weil eine Sache hat dieser iranische Angriff gezeigt und das ist im Grunde genommen dieselbe Botschaft wie der russische Angriff gegen die Ukraine. Das ist, der Westen offenbar nicht mehr schafft, genug Abschreckungspotenzial auf die Waage zu bringen, um bösartige Akteure wie Russland oder wie Iran davon abzuhalten von solchen Angriffen. Und ich glaube, das muss sich in Zukunft ändern und deswegen müssen wir unsere Position zu Teheran fundamental überdenken. Danke, Clemens, für deine Einblicke. Ich danke dir, Viola. Werbung. Mal wieder Lust auf einen neuen Podcast? Dann ist Bauerfeind und Kuttner genau das Richtige für dich. Katrin Bauerfeind und Sarah Kuttner kennen sich seit ihren medialen Anfängen. Die Moderatorinnen sind etablierte Businessfrauen und Wortakrobatinnen, die mit beiden Beinen, egal ob mit Gummistiefeln oder Stilettos, fest im Medienleben stehen. Beide haben Bock auf die andere, den unterschiedlichen Blick auf die Welt und das Leben und sich selbst in all dem Wahnsinn. Ja, ein Laber-Podcast, in dem es aber trotzdem ums Wesentliche geht. Genau, mit großen Themen wie Druck, Angst und Scham und wie man damit umgeht. Sarah immer mit Vollgas rein und Katrin mit gekonnter Vermeidungstaktik. Es geht also ums Scheitern im Kleinen und im Großen. Um die kleinen Erfolge, die großen Träume oder auch nur um die neue Netflix-Serie. Katrin und Sarah sprechen über Medien und Mainstream, über Trends und Ticks und alles, was die beiden sonst noch so beschäftigt, was meistens eine Menge ist. Also endlich ein Frauen-Podcast, in dem es um mehr als Sex, Kinder und Menstruation geht. Ein Wochenrückblick wie das Leben selbst. Spannend, neu, provokativ und sehr lustig. Trotz und gerade wegen diesen beiden Frauen. Bauerfeind und Kuttner. Der Podcast für alle. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge. Und um keine Folge zu verpassen, abonniert Bauerfeind und Kuttner auf dem Podcast-Player eures Vertrauens. Werbung Ende. Die Analyse von Clemens Vergin habe ich Ihnen zum Nachlesen in die Shownotes gestellt. Über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten informieren Sie meine Kolleginnen und Kollegen laufend auf Welt.de und bei Welt.tv. Wenn Sie sich mit Das bringt der Tag morgens gut informiert fühlen, dann erzählen Sie das doch gerne Ihren Freunden und der Familie weiter und hinterlassen Sie uns eine positive Bewertung auf den Podcast-Plattformen. Mein Name ist Viola Köxt und ich wünsche Ihnen einen schönen Montag und eine gute Woche. Redaktionsschluss für die Nachrichten war heute um 4:30 Uhr. Die Meldungen wurden von Regiocast produziert.